Deutsche Produktionen haben es ja leider nicht so regelmäßig ins Fantasy Filmfest Programm. In diesem Sinne freuen wir uns umso mehr, dass wir einen deutschen Regisseur heute zu Gast haben. Er ist auch noch gebürtiger Hamburger, heute angekommen hier in der Stadt und schon ganze Zeit das Festival begleitet. Bitte begrüßt ganz herzlich Daniel Stamm. Ich höre dein Publikum. Ich habe ein bisschen Angst, weil es die späteste Vorstellung ist, die wir hatten bis jetzt. Und natürlich immer alle sagen, je später, desto träger das Publikum. Und gerade hier als Heimspiel, ich habe ein bisschen Angst. Es ist unheimlich spannend, die verschiedenen Reaktionen in den verschiedenen Städten zu sehen. Wir haben es jetzt Frankfurt gemacht und Nürnberg und Stuttgart und, sag mal, Berlin. München habe ich gemacht. Und es ist einfach Wahnsinn, wie verschiedene Städte hier sind. Und nun bin ich natürlich besonders gespannt, was meine Heimatstadt so dazu sagt. Also kein Druck, meint, was wir wollen. Aber ich hoffe, er gefällt mir. Wir machen den Test. Genau, machen Q&A und ja, bis dann. Danke, bis dann. Also die ganze unnötige Gewalt, ekelhaft. Gewalt um der Gewalt willen. Ich möchte eine Eingangsfrage stellen. Das ist ja das Remake eines thailändischen Thrillers, 13 Beloved. Das haben wir auch mal, den haben wir auch mal bei einer unserer Veranstaltungen. Wie kamst du denn jetzt zu dem Projekt? Ich hatte ein Treffen mit Jason Blum, das ist ein Produzent drüben in Hollywood, der ganz viele Low-Budget-Horrorfilme gemacht hat. Er hat Paranormal Activity gemacht, Insidious und Sinister. Und The Purge, diese ganzen Geschichten. Der entwickelt immer 10 Projekte gleichzeitig. Der lud mich in sein Büro ein, stellte mir diese 10 Projekte vor, jeweils mit einer Zeile. Und das Beste von denen ging um einen mordenden Prior, der irgendwie immer in der Gasse stand und dann Leute überfuhr für 90 Minuten oder so. Aber ich fand irgendwie, der hatte nicht so richtig Lust auf irgendeines von denen. Dann sagte er, das hätte sich schon gedacht. Aber er hätte was anderes noch in der Schublade. Und dann gab er mir den originalen Teil für 13 Beloved. Und sagte, guck ihn dir an. Wir wollen das umschreiben, kannst du damit machen, wie du willst. Und ich fand es einfach gut, dass es dieses... Also der große Vorteil an dem Film war, dass beim normalen Film hat man so 2 bis 3 große Szenen, an die man sich erinnert. Und alles andere sind die Szenen, die das so irgendwie verbindet, die darauf hinführen oder davon wegführen. Und hier durch die Struktur, dass man 13 abgeschlossene, verschachtelte Missionen hat, konnte man eigentlich so 13 verschiedene Set-Pieces machen, die praktisch nur losen, was miteinander zu tun hat. Und das war ziemlich attraktiv für den Schrott. Und dann haben wir... Die ersten 3 übernommen, Fliege totklatschen, Fliege essen, Kind zum Weinen bringen und dann die Motorrad-Kopf-Absäge. Die anderen haben wir ausgetauscht. Und unser Autor David Burke sagte sofort, Mensch, wir müssen eine Hand abschneiden. Das geht gar nicht, wir müssen eine Hand abschneiden. Das war die erste Szene, die wir dann eingeklatscht haben. Möchtest du dir was fragen? Ja, einen Kommentar, ja, hier vorne gleich. Frage, Brindle ist ja kein Zufall, ne? Meinst du wegen Taxi Driver? Nee, Brindle ist das nicht auch der Name von Goldblum in die Fliege? Brindle Fly? Oh. Das ist kein Zufall, das ist eine Hommage an Jeff Goldblum in die Fliege. Ich wusste das nicht. Aber es gibt David Burke, unser Hauptautor. Er hat unglaublich viele Referenzen. Der Mann hat jeden Film gesehen und kann dir italienische Independent-Filme aus den 40ern den Dialog Wort für Wort sagen. Und die Hälfte von seinen Referenzen begreife ich mal nicht. Von daher kann das gut sein, dass er das da reingebaut hat. Wir haben Elliot Brindle so ein bisschen nach Travis Bickle, Taxi Driver, gemacht. Das hatte für uns so den Klang eines Losers. Aber es kann gut sein, dass er das da reingebaut hat. Jetzt stehe ich mich jetzt bloßstellt wie ein Idioten. Ein bisschen längerer Abend. Also ich war Pfadfinder früher. Ich fange mal an, als ich 13 war, weil ich weiß, da habt ihr Lust drauf in der Spätvorstellung. Ich war Pfadfinder, dann haben wir immer Dungeons and Dragons gespielt, Rollenspiel. Ja, genau, wirklich ist das einzige Publikum auf der Welt, wo man dafür Applaus kriegt. Es war einfach diese Erfahrung, dass ich eine Gruppe von Leuten in den Kreis setzen kann und sich gegenseitig was erzählen kann und plötzlich existiert das aus dem Nichts, fand ich eine so gottgleiche Erfahrung. Ich habe gedacht, ich muss mir irgendwas überlegen, was ich beruflich machen kann, wo ich
nie aufhören muss, Rollenspiele zu spielen. Und dann habe ich gedacht, na, dann muss ich eigentlich Autor werden. Und Autor werden darf man natürlich seinen deutschen Eltern nicht erzählen, weil man immer noch was studieren darf, wenn man auch zur Universität geht und ein Diplom verdient. Also habe ich gesagt, ich will Journalist werden. War gelogen. Und dann bin ich an der Ludwigsburger Filmakademie gelandet fürs Drehbuchschreiben und habe da 4 Jahre studiert. Und dann war für mich das immer so komisch, so ein artifiziell in 2 Teile geteilter Prozess, weil ich immer dachte, wenn ich mir doch die Figuren ausgedacht habe und die Geschichte ausgedacht habe, und ich habe das alles schon im Kopf, warum kann ich das jetzt nicht einfach den Schauspielern direkt erzählen und den Bühnenbildner und den Kameramann? Und wer machen das? Warum muss jetzt ein Regisseur kommen, sich wichtig machen, mir meinen Stoff wegnehmen, den total vergeigen? Und das war einfach ein bisschen blöd. Und als dann Ludwigsburg zu Ende war, fühlte ich mich auch noch nicht so richtig bereit, jetzt zu schreiben und Drehbuchautor zu werden. Und so bin ich nach Los Angeles gegangen und habe da Regie studiert. Hälfte der Geschichte ungefähr um. Und dann ist das Problem immer, dass alle Leute Diplombücher schreiben, die im Weltall spielen oder in Frankreich des 18. Jahrhunderts. Und es braucht immer 20 Millionen Dollar Budget, um diese Filme umzusetzen. Und deswegen dringt einfach nie jemand. Und wir haben gesagt, die Diplomfilmgruppe, mein Kameramann, meine Cutterin und so, wir wollen diese Falle nicht reintappen, wir wollen einfach drehen. Und mein Kameramann rief mich jeden Tag an und sagte, drehen wir schon was? Und ich habe gesagt, ich habe kein Drehbuch. Und sagte er, ja, lass uns auch ohne Drehbuch drehen. Und dann haben wir das auch gemacht und haben im dokumentarischen Stil unseren ersten Film gedreht. Das hat aber 3 Jahre gedauert. Da habe ich gelernt, warum es gut ist, ein Drehbuch zu haben. Und du dann weißt, was du drehst. Weißt du, wir haben einfach immer Szenen gedreht. Und das haben wir dann 2 Jahre lang geschnitten, hat alles ewig gedauert, ist aber im Endeffekt super geworden. Und dann sind wir am AFI-Fest gelaufen, was ein relativ renommiertes vom American Film Institute Film Festival ist, und haben da den Publikumspreis gewonnen. Das hört sich auf dem Papier toll an, weil du neben Hotel Rwanda, zwischen Hotel Rwanda und Life is Beautiful, solchen Riesenfilmen stehst. Ist aber im Grunde ganz einfach zu machen, habe ich gelernt. Verrate ich euch, wenn irgendjemand Filmemacher seid, so gewinnt man einen Publikumspreis. Also. Du spielst in der Stadt, wo du auch wohnst, lädst alle deine Freunde ein. Du wirst natürlich in einem winzigen Kino gezeigt, weil du ein Nobody bist. Und Life is Beautiful und diese ganzen riesen Auditorium spielen vor Publikums, die man nicht kennt. Wir kannten jeden Einzelnen in unserem Publikum. Und dann habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich weiß, dass ich diese Zettel immer verliere. Wenn mir jemand so Publikumspreisgeschichten gibt am Ende des Films, denke ich immer, wo habe ich bloß den Zettel gelassen? Und dann habe ich gesagt, wenn euch das genauso geht, dann fragt die am Eingang, die geben euch nochmal Zettel. Und das haben wir dann auch gemacht und im Endeffekt hatten wir mehr Stimmen, als wir Zuschauer hatten und hatten auf einmal den Publikumspreis gemacht. Und das stellte sich dann raus, weil in Hollywood wirklich ganz wenig Leute katastrophalerweise Geschmack haben und einen guten Film von einem schlechten Film unterscheiden können, richten die sich nach solchen Sachen. Und weil wir den Publikumspreis gewonnen hatten, waren wir auf einmal ganz heiß und dann kamen Agenten auf mich zu und Manager auf mich zu und Drehbücher. Und dann kam der letzte Exorzismus, weil die zufällig den gleichen Stil wollten, in dem wir auch gedreht hatten. Und der war dann erfolgreich durch eine riesen Marketingkampagne. Lionsgate könnte mit 24 Millionen Dollar Marketing, die könnten Keks vermarkten. Aber in dem Fall haben sie den Film vermarktet, der war dann erfolgreich. Und dann war ich Horrorregisseur. Danke für eure Geduld. Ich fand den Film großartig und 2 Sachen. Also für mich sind jetzt 2 Stränge. Einmal, dass wir alle nackt sind vom Überwachungskamera und Internet und zum anderen, dass wir alle eine dunkle Seite haben. Es geht nur um die Situation und um das Geld. Also das sind für mich 2 Botschaften, was dieser Film geliefert hat. 2 Botschaften, die mich verängstigen. Was ist deine Botschaft? Das ist mein, da ich ja den Film gemacht habe, ist das meine Botschaft. Aber es war jetzt interessant, dass du das sagst, wir haben 2 Enden gedreht. Ja. Und in dem anderen Ende, ich spiele das andere Ende für euch nach. Also da ist genauso das Telefongespräch wie hier auch. Und sie sagt, ah, ich habe fast die Kriege gegessen. Ein Ende, was wir natürlich geschrieben hatten, aber nie gedreht haben, ist, dass sie sagt, es sind 600.000 Dollar geboten worden, um eine Fliege tot zu haben. Hast du es gemacht? Ja, bist du blöd, natürlich. Und damit ist sie jetzt die Nächste, die das Spiel spielt. Das haben wir aber nicht gedreht, sondern das alternative Ende, was wir gedreht haben. Wir haben das immer das Charakterende genannt, das positive Ende. Und dann gibt es das Genreende, das negative Ende, wo die also dieses Telefongespräch haben. Und dann legt er auf und geht vom Telefon weg und die Welt ist in Ordnung. Und dann klingelt das Telefon mit dem Spielklingelton und er nimmt das Telefon ab. Und die Stimme sagt, Mr. Grindel, we are very disappointed that you let us down. Und er sagt, you're going to kill me now. Und das Spiel sagt, Mr. Brindle, we don't kill people.
und die liegen auf. Und in dem Moment klingelt das Spiel-Klingelton-Ding auf der anderen Straßenseite. Das ist eine Mutter mit ihrem Kinderwagen und die nimmt ihr Handy ab und hört sich das an und sagt, $200,000? Und guckt ihn an. Und in dem Moment klingelt das Telefon von jemandem, der in der Eisdiele sitzt, das Telefon von jemandem mit dem Auto vorbeigefahren. Und die Idee war eben, dass das Spiel jetzt Zivilisten, Passanten anruft und denen Geld bietet, um Elliot Brundle auszuschalten. Und dann schreitet er so ganz westernmäßig nach vorne und bringt seine Pistole raus und legt die durch, während der Kran hochfährt. Und dann sagt er, alright, let's do this. Und das habe ich eine Gruppe von 10 Leuten, also ich habe diese beiden Enden jeweils eine Gruppe von 10 verschiedenen Leuten gezeigt. Und dieses zweite Ende, was ich überhaupt nicht hätte vorher sagen können, hat überhaupt nicht funktioniert, weil erstens haben die gesagt, wir brauchen ein positives Ende. Wir haben dem jetzt 1,5 Stunden dabei zugeguckt, wie er durch diese ganze Scheiße durchgeht. Und wir brauchen jetzt irgendwas, was uns am Ende bestätigt. Und außerdem haben die gesagt, wieso spielen denn so viele Leute das Spiel? Das glaube ich doch im Leben nicht, dass da 20 Leute auf der Straße sind, die alle das Spiel spielen. Also die haben nicht begriffen, dass die Idee war, dass die zum ersten Mal angerufen werden. Sondern die dachten eben, dass das alle Spieler sind. Und das wäre natürlich ein dämliches Ende gewesen, dass da auf einmal das Spiel so omnipotent ist, dass die überall sind. Der Unterschied für mich ist nämlich folgender, weil ich normalerweise immer zu den dunkleren Enden intendiere, weil das immer intelligenter erscheint. Je mehr Leute, ne, am Ende je dunkler. Und je weniger Hollywood, das Letzte, was man ja will, ist, dass man sich den Vorwurf machen lassen muss, dass man Hollywood zu Hollywood ausverkauft hat und jetzt positive Enden macht. Aber ich hatte einfach den Charakter so lieb gewonnen. Und ich wollte einfach nicht, dass der am Ende stirbt. Der Unterschied, so subtil das ist in der Message am Ende, ist natürlich, dass dieses Ende praktisch besagt, genau das, was du gesagt hast, wir sind alle verwundbar und wir können korrumpiert werden und es geht nur ums Geld, aber es gibt Hoffnung. Und hier fand ich das so ganz schön, dass sie Nein sagt zu dem Spiel, was wir inzwischen als völlig omnipotente, gottgleiche Kraft wahrgenommen haben, die man nicht stoppen kann. Und wir erinnern uns erst am Ende, ach Moment, die hätte man sehr gut und sehr einfach stoppen können, wenn man rechtzeitig Nein gesagt hätte. Ich bin in Hollywood rumgelaufen und habe gesagt, die Message ist, wehret den Anfängen. Aber den Satz kannte natürlich in Amerika keiner. Aber so, wehret den Anfängen. Und die Message finde ich dann besser als, wir sind alle schwach und wir haben keine Chance. Da geht man aber depressiv ins Auto und fährt gegen diesen Baum. Also irgendwie war das dann so, ihr findet, welches Ende, jetzt wo ihr beide kennt, hätte irgendjemand das andere Ende besser gefunden? Nein. Ist gut, weil das der dass er gewonnen hätte. Ich meine, es gibt ja auch so einen Film mit russischem Roulette. Es gibt immer einen Gewinner. Das sind ja die Hollywood-Filme, die man kennt. Also ich fand den Film da nicht Horror, sondern ich fand das psychologisch und es ist für mich ein Thriller. Ja, es ist für mich kein Horrorfilm. Ja. Stirbt er denn? Ja, klar. Das ist wieder interessant. Ich finde ja nicht. Für mich gilt die Regel, wenn du einen Hauptdarsteller nicht auf der Leinwand sterben siehst, stirbt er. Okay. Aber unser Mitschreiber, der Hauptschreiber, David Burke, der sagt immer, dieser Film hat überhaupt nur Relevanz, wenn er am Ende stirbt. Er darf am Ende nicht nach Hause gehen. Und dann haben wir das deswegen extra so zweideutig gemacht, wenn er am Ende anruft und sagt, I'm coming home, I just wanted to hear your voice, I want to say I love you. Und dann dieses leicht blumige Grinsen in den Himmel hinein. Das war so unsere Kompromisslösung, dass ich dachte, jeder kann reinlesen, was er will. Also für David stirbt er auf der Bank und verblutet er. Was ich glaube, für viele andere auch so ist, denn ich lese heimlich Twitter. Ja. Das Tolle ist ja, dass das Publikum darüber tweetet und denkt, man hört nicht hin. Man hört aber ganz genau hin. Und da sind ganz viele Leute ganz traurig am Ende des Films. Wo ich denke, die können eigentlich nur traurig sein, wenn er da stirbt. Und viele Leute sind sauer, genau wie du sagst, dass er das Geld nicht genommen hat. Aber ich finde, er sollte eigentlich was gelernt haben, wenn er das Geld hat. Hat er. Hat er. Und hat er und lebt. Und lebt und hat Geld dabei. Ein Kommentar, eine Frage? Lauter. Erstmal vielen Dank, dass du die Originalszene als Originalszene im Restaurant nicht übernommen hast. Ach so, da kann ich überhaupt gar nicht leider. Ich wünschte, ich hätte gedurft. Genau. Ich habe wirklich entschieden, was für Station wir übernehmen und welche einzelnen Challenges wir auch wirklich machen. Das war uns völlig überlassen, von daher habe ich einfach meine Lieblingssachen übernommen. Eine meiner Lieblingssachen, es gibt diese Szene. Wer hat das Original gesehen? Genau, dann wisst ihr, es gibt eigentlich zwei große
wiedererkennbare Szenen in diesem Film, im Originalfilm. Eins ist das Enthaupten mit dem Motorrad, mit der Motorradgruppe, nur dass dadurch, dass es keinen zweiten Spieler gibt im Original, und kein Vater, zumindest nicht in der Form, keine Verlobte und so, ist es da anders. Er macht das Seil hoch und dann werden die Körper abgeschnitten. Das ist gut. Die zweite Szene ist, dass er im Restaurant sitzt, in einem Fünf-Sterne-Restaurant. Und der Ober kommt mit dem Tablett, mit dem Silbertablett und nimmt die Haube runter. Und es ist eine Kackwurst, eine Hunde-Kackwurst. Und die muss er jetzt essen. Und es ist so gut gemacht. Es ist so gut gemacht. Oh, da kommt. Gut, dass wir den Film auf Englisch und er muss halt diese Scheißwurst essen. Es ist so super gemacht, dass sich einem wirklich der Magen umdreht. Und dass man kurz davor ist, sich zu übergeben. Und dass man deswegen eigentlich den Film, den Rest des Filmes, ist einem übel, weil man auch immer dran denken muss, was der Mann für einen Mundgeruch haben muss. Im ganzen Film. Und unsere Hommage daran so ein bisschen, ne? Also Hommage, das Einzige, was übrig geblieben ist, ist, dass der Mensch, der sich die Hand abhacken lässt, sagt, Raum. So. Einfach für die Leute, aber das ist natürlich so ein Kniff. Und das hätte ich total gemacht. Das Erste, was ich von Jason Blum gehört habe, war, we're not doing a shit thing. I know you're German, we're not doing a shit thing. Was ich traurig fand. Ja, ich wollte nur mal generell, ich habe das Original auch gesehen und ich finde den Film super, super geil gefunden, echt. War das jetzt deine Neuinterpretation, deine Eigeninterpretation? Weil das ist ja viel subtiler. Das Original ist ja so, man guckt es eigentlich und man kann da irgendwie in allen möglichen Dingen interpretieren. Oder weil halt sehr viel offen bleibt, sehr viel gar nicht so genannt wird. Ist das deine eigene Interpretation? Meinst du im Original, oder? Ja. Es ist eine andere Sensibilität, weil es ein Thai-Film ist und es ist schon eine andere asiatisch. Die Sensibilität ist anders für Humor, der sehr over the top ist und sehr hysterisch und so. Andererseits beantwortet das Original, glaube ich, fast mehr Fragen als unsere, weil es ja im Original diese Szene gibt, wo eine Figur in die Hauptzentrale des Spiels... Die letzte Szene, oder? Genau. Letzte Szene, glaube ich. Ja. Hm? Und da sieht man ja, wer hinter dem Spiel steckt. Und da sitzt doch dieses Kind im Drehstuhl. Und in weiß, völlig weiß angezogen, in einem weißen Raum mit Computerbildschirmen und streichelt eine weiße Katze. Also, kann man machen. Doch, genau. Aber was halt subtiler ist, finde ich, die ganze Geschichte außenrum. Also du hast sehr schöne neue Stränge dazu gefunden jetzt mit dem Bruder, ja, mit den Narzissten. Das fand ich sehr gut, weil es halt nochmal was Neues war, neuer Ansatz. Ja, das Tolle ist, keiner will ein Remake machen. Da muss das nicht mehr erst dazugeben. Also du machst nur ein Remake, wenn du wirklich nichts anderes findest. An der Qualität. So. Bei mir war das hier war einfach der beste Stoff, auf den ich Lust hatte. Ich habe kein anderes gutes Drehbuch gefunden. Und Leute haben genau, du musst einen neuen Film machen. Also bitte nehmen. So. Dann, das Tolle an einem Remake natürlich ist aber, dass du deine erste Testvorführung für dich selber schon gemacht hast, als du das Original gesehen hast. Das heißt, du erinnerst dich daran, wie du dich gefühlt hast, als du es zum ersten Mal gesehen hast. Und ich fand toll die Energie und die Atemlosigkeit, dass es zack, 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 zack ging. Aber es wurde auch irgendwann relativ linear. Erstens, weil du ja wusstest, dass in jeder Aufgabe besteht, sonst gäbe es keine 13 Aufgaben, sonst gäbe es nur 4 Sins oder immer. Und dass es eben dieses Lineare hatte, noch eine, noch eine, noch eine, und dass innerhalb des Plots eigentlich keine Wendung kam. Und dem wollte ich irgendwie abhelfen. Und deshalb haben wir gesagt, wir geben dem eine Familie, wir geben dem sozialen Kontext, dass er was zu verlieren hat und dass sich das Spiel irgendwann gegen die wenden kann. Und dann der zweite Spieler war natürlich, dass wir es in die Mitte gesetzt haben, um zu sagen, aha, ihr dachtet, ihr wisst, wie es weitergeht und jetzt kommt aber was, was das Ganze nochmal auf den Kopf tut. Und dann haben wir am Ende, also das wird immer viel diskutiert, vielen Leuten sind es zu viele Twists am Ende. Ich finde, in einem Film kann ich genug Twists haben, aber so ist es dann auch wieder Geschmackssache. Wenn sie gut sind, kannst du genug dafür haben. Genau, mein Argument. Hat jemand Ron Perlman kommen sehen als den bösen Kopf? Nein. Nein. Ach so. Nein. Und den Bruder als zweiten Spiel? Nein, null. Also vorhersehbar. Dem Bruder ja. Bruder ja. Ron Perlman. Er war mit Ron Perlman, sonst da nicht hingesetzt hätte. Das war die eine Szene mit dem Penis. Das war das Ding, wo ich echt dachte, okay, er musste seinen Penis zeigen. Er hat seinen Penis gezeigt als Spiel. War meine Interpretation. Keine Ahnung. Ach so, aber das ist deine Weise, nee, das war meine zumindest. Genau. Er sitzt ja da bei der Hochzeit und sagt, okay. Und da haben wir gedacht, hier war unser Gedankengang für beide diese Sachen, da haben wir gedacht, damit kommen wir davon, weil du ja noch gar nicht weißt, dass es einen zweiten Spieler gibt. Ja. Deswegen haben wir gedacht, okay, deswegen können wir das mit Mike machen. Und mit Ron haben wir uns das natürlich genau so überlegt,
Das weiß jeder, weil es Ron Perlman ist. Aber dann haben wir gedacht, wenn wir das im Film jemand aussprechen lassen, der sagt, du bist ein böser Cop, dann haben wir gedacht, dann kommen wir damit davon, weil es ja mal gesagt wurde. Und dass er dann am Ende wirklich ein böser Cop ist, hat nun für 90 Leute funktioniert, für dich nicht. Ich habe dich ein bisschen weniger lieb als den Rest. Danke. Letzte Reihe. Der Chef am Anfang war nur für die Szene da, weil wir das alles nachgedreht haben. Es geht immer, dieses typische Hollywood-Ding, is the character relatable? No? Relatable, relatable, relatable. Das heißt, er darf nichts machen, was auf ihm Gefahr läuft, dass das Publikum sagen könnte, den mag ich aber nicht. So. Und da gibt es natürlich Diskussionen und Sensibilitäten, was du, wie sehr du den in die Enge treiben musst, damit das der Fall ist. Und wir hatten einen ganz anderen Anfang, wo er nicht gekündigt wurde, wo nur der Vater, der rassistische Vater einzog, sein Bruder kam nicht in die Anstalt, all diese Sachen sind im Grunde erst hinterher draufgelegt worden, als auch Weinstein den Film gesehen hat und gesagt hat, he's not relatable enough. Und dann haben wir eine Szene nachgedreht, hat er die wieder geguckt und gesagt, still not relatable enough. Und dann haben wir es immer draufgegangen. Und deswegen war diese Anfangs-Büro-Feuer-Szene war dann so, dass die Produzenten gesagt haben, das ist alles gut und schön, aber wir haben kein Geld mehr. Dann habe ich also gebettelt und gesagt, hier ist die neue Szene, können wir machen. Und dann haben die gesagt, kannst du machen, du kriegst einen Nachdrehtag mit reduziertem Team, wenn du alles bei uns im Büro drehst. So. Dann ist also diese Szene mit dem Boss bei unserem Produzenten im Büro gedreht. Die Szene mit dem Bruder vom Fahrstuhl ist vom Fahrstuhl vor dem Büro, vor dem Produzenten gedreht. Und die Szene auf der Straße, wo sie ihm am Anfang den Schlips bindet, ist unten vor der Tür, vor dem Gebäude von den Produzenten gedreht. Alles im gleichen Nachmittag. Deswegen haben wir diesen Schauspieler glücklicherweise noch gekriegt, den ich vorher gar nicht kannte, der aber perfekt war, vom Vibe her so, ein männlicher Mann, der ihn da am Anfang rausschmeißt. Und die Szene war ein bisschen länger, die haben wir dann gekürzt, der Geschwindigkeit wegen, aber es war immer die einzige Szene, wo der Boss drin spielt. Super gemacht. Ja. Toll. Ach so, dass er hinter dem ganzen Spiel steckt. Ja, mit der Auflösung, wer hinter dem Spiel steckt, habe ich immer gedacht, das Publikum hätte jetzt 90 Minuten lang Zeit, um sich Gedanken darüber zu machen, sich vage Theorien aufzubauen, die aber nicht völlig funktionieren müssen, weil man ja den Film gleichzeitig wer steht hier in einem Spiel? Naja, das bleibt halt in diesem Falle offen. Also vermutet wird, wie gesagt, diese 1% of the 1%, die sich langweilen, aber das ist nur eine Vermutung, genauso eine Vermutung. Also die so ein bisschen sehen, weil sie sich langweilt fühlen. Genau. Nee, die Reichsten, Milliardäre, genau, die einfach sich es leisten können, in einem Club zu sitzen mit Zigarren und zu sagen, gehen wir mal 10 Millionen und dann machen wir mal ein bisschen Spielchen. So. Aber das ist, wie gesagt, die einzige Theorie, die ausgedrückt wird. Ob das so ist, weiß kein Mensch. Aber ich habe mal gedacht, wenn wir das wirklich machen, dass der ganze Film darauf hinzielt, dass wir am Ende den Vorhang zurückziehen und sagen, und diese Leute stehen hinter dem Spiel. Nein. Kann, das ist die kurze Fassung. Kann das eigentlich eine Enttäuschung sein? Und wenn, dann hätten wir mit so einer Bombenidee kommen müssen, dass das alle vom Hocker reißt. Und ich glaube, da wären wir nicht mit, das ist der Boss vom Anfang oder das ist Ron Perlman oder das ist sonst wie davon gekommen. Also ich habe und auch nicht mit der weißen Katze auf dem Schoß, sondern dass man einfach sagt, wir sagen dazu gar nichts. Das ist ja das Problem an Kevin in the Woods. Man kriegt nachher die Auflösung, aber will man die ja, du bist Kevin in the Woods, ein solches Geniestück, wer den nicht gesehen hat, dass ich dem alles verzeihe. Also, ich fand den so brillant. Toll. Du hast gesagt, du bist schon angerufen, weil du auch wenn du meinen Agenten das fragst, dann sagt er, bist du wahnsinnig, es dauert 10 Jahre von. Du setzt dich hin und entwickelst was, bis es gemacht wird, bis dann bist du verhungert oder obdachlos. Such dir immer was, was ein Studio schon greenlightet hat. Also wo schon jemand im Studio sitzt und sagt, das finden wir super, dafür gibt es Geld, jetzt müssen wir nur noch den Regisseur finden. Und dann musst du in dieses Treffen rein und musst denen sagen, warum ihr Drehbuch beschissen ist und musst denen Angst einjagen. Und dann sagen, oh Gott, ja, schreib um, du meinst. Und dann ist das ist ein bisschen Prozess. Gut, machen wir ins Bett? Ja. Also, wir kriegen noch einen Absacker.
Genau, oder? Genau. Sind wir gleich noch. Danke. Dankeschön. Ja.